Not eines Autorennfahrers, wenn nämlich die Kiste plötzlich brennt. Wir schalten also zurück nach Zweibrücken zu Heiko Malwitz. Ich kann nur annehmen, dass es Heiko Malwitz ist. Könnte auch ein bezahlter Komparse sein. Heiko, was hast du da eigentlich jetzt alles am Leib, um dich zu schützen? Ja, ich bin's wirklich, Steffen. Hallo nochmal. Ich habe mich für dieses Experiment hier natürlich fachmännisch ausstatten lassen. Das heißt, mit einem originalen Rennanzug, mit der feuersicheren Unterwäsche darunter, der Feuerschutzhaube und natürlich dem Helm, den Handschuhen, alles, was dazu gehört. Und ich werde es einfach mal testen, ob es wirklich so ist, dass dieser Rennanzug tatsächlich Flammen wie diese hier aushält. Und drück mir die Daumen, es ist ganz schön heiß, das merke ich jetzt schon. Wir brennen hier Propan an. Und tatsächlich kann man also hier im Feuer stehen. Und jetzt wird es doch ein wenig heiß. Ja, Steffen. Oh Mann. Heiß war es, aber es ging noch, wie du siehst. Wie lange würde dich denn so ein... So, jetzt werde ich mal versuchen, erstmal mich der Handschuhe und des Helmes zu entledigen, damit ich dich wieder ein bisschen besser verstehen kann. Pell dich da mal raus. Wie lange würde dich denn dieser Anzug im Ernstfall überhaupt beschützen? Du hast jetzt ja nicht getrödelt im Feuer, was ich gut verstehen kann. Jetzt habe ich dich verstanden, Steffen. Also der Autofahrer soll mit diesem Rennanzug, der aus einer Aramidfaser besteht, soll so 2 bis 3 Minuten maximal im Auto überleben können. Hier sehen wir noch mal die Bilder, was dort brennt. Das ist Propan und das verbrennt vergleichbar mit Benzin ungefähr mit 1100 bis 1200 Grad. Und der Rennfahrer soll sich also 2 bis 3 Minuten in etwa, soll er also überleben können in einem Auto. Aber du hast die Hitze jetzt schon gespürt, ne? Ich habe die Hitze durchaus gespürt. Es ist also so, dass dieser Anzug Brandverletzungen durch die Flammen verhindert, aber die Wärme eben nicht vollständig absorbiert. Natürlich waren das keine 1200 Grad, die ich da gemerkt habe. Aber es ist schon so, dass es doch schon extrem heiß ist. Und die Verletzungen aber im Auto passieren dann vor allem, wenn eben flüssiges, brennendes Benzin irgendwo hineinläuft. Also wenn es irgendwo eine undichte Stelle gibt, dann wird es natürlich richtig gefährlich. Ansonsten sind die Löschautos, die an jeder Rennstrecke postiert sind, so nach maximal 30 Sekunden an jedem Punkt der Strecke. Das heißt, nach 40 Sekunden wird also jedes brennende Auto gelöscht beim Autorennen. Na, wir sind froh, dass alles gut gegangen ist. Das war Heiko Actionman Malwitz. Nächste Woche gibt es wieder einen guten Grund, früh aufzustehen. Da hören Sie den Sport im Morgenmagazin wieder aus seinem kompetenten Mund. Ein Muss für Sportfans.